Jo, meine lieben Pixelfreunde, wir haben im letzten Part den Drachen hier mit den Erkältungsbalsam eingeölt. Was in diesem Part jetzt so passiert, kann ich noch gar nicht sagen. Aber ich glaube, wir werden uns mal auf die Suche nach diesem Mirrit begeben. Mann, das ist ein interessanter Stein. Wow, dann nimm den Stein doch mit, und zwar der da unten. ganz wichtig, den gönnen wir, nämlich soweit ich weiß, beim Schmied im Dorf zu einem Fossil machen lassen und dann eben demnach weiter fortfahren. Aber ich möchte jetzt noch nicht spoilern, ne? Das wäre ja langweilig, wenn ich den ganzen Part schon erzählen würde. Hallo, du süßer kleiner Riese. Ich bin ein Glückspilz. Hier ist nämlich das Mirrit. Vorsichtig machen. Ja, sei ganz, ganz vorsichtig. Wow, das ist echt starkes Metall. Genau, jetzt müssen wir aber erstmal. Warum laufe ich eigentlich? Es wäre viel einfacher, wenn ich anfangen würde, die Karte zu benutzen. Dann gehen wir hier zum Dorf. Dann sind wir nämlich gleich beim Schmied. Ich werde jetzt viel öfters mit der Karte arbeiten, einfach, dass wir auch schneller vorankommen. Sonst hat man ewige Laufwege. Was der halt alles draufhaut, ne? Jetzt haben wir nämlich ein Fossil erhalten. Und dann müssen wir... Warte mal, benutze Karte. Zentrum des Waldes. Baum der Eule, Zentrum des Waldes. Und dann gehen wir nach da wieder. Genau, und das Fossil kriegt nämlich das Loch. Seltenes Exemplar. Es ist eine Amöbe aus der Kreidezeit. Das könnte es sein. Werde ich nun so reich und berühmt wie Sie? Natürlich, natürlich. Sage mir nur, woher du es hast. In den Craggy-Bergen. Ich habe meinen Metalldetektor dort. Exzellent. Ich muss sofort dorthin reisen. Ich muss nur meine Sachen zusammenpacken. Ja, und jetzt gehen wir nämlich zu den Bergen. Einfach um schneller voranzukommen hier. Warte, bis ich den Bengel in die Finger kriege. Da ist Schmutz. Hier gibt es keine Fossilien. Was will ich mit Dreck? Dreck ausgegraben von Dr. Henry Jones. Hier liegt auch ein wenig Mirrit-Erz herum. Genau, Mirrit ist immer gut. Und dann müssen wir nämlich den Holzfäller suchen. Wie kommst du nur aus diesem Loch? Tja, wie kommst du nur aus diesem Loch? Ach du meine Güte. Wie lange muss ich noch warten? Die Farbe muss noch trocknen. Lange musst du warten. Mein Freund. Oh Gott, wo war jetzt der Gute her? Ne, hier müssen wir nicht hin. Falscher Weg. Wusste ich doch,
Es war zu schön, um wahr zu sein. Ach, wir müssen ja gar nicht zum Holzfäller. Mensch, bin ich Blade. Wir müssen erstmal zum Schmied. Nochmal. Deswegen ist es jetzt auch praktisch in fortgeschrittenen Spielverlauf irgendwann immer wieder die Karte zu verwenden, weil er muss uns einen Axtkopf aus dem Merit machen. Kannst du damit etwas anfangen? Ich kann vieles mit so einem Metall anfangen. Gut, ich benötige einen Axtkopf. Kein Problem. Solange ich die Reste behalten darf. Sicher. Jetzt haben wir nämlich den Axtkopf für den netten Holzfäller, der so depressiv immer in sich reinschaut. Genau. Trollbrücke? Nee, da wollen wir nicht hin. Zentrum des Waldes, genau. Und dann gehen wir nach schön nach rechts. Ich glaube zweimal. Mein Gott, meine Orientierung wird immer besser. Ich kann's nicht glauben. Hallo. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Gib Axtkopf, Holzfäller. Das glaube ich nicht. Die Glücksfee muss mir heute gutgesinnt sein. Ich probiere es sofort aus. Passt auf, Bäume, hier komme ich. Ach, schon ist der Gute wieder happy. Das ist she. Wow. Das ist schön. Helfen zu können, bitteschön. Und wir müssen jetzt in den Kamin rein. Das heißt, wir benutzen jetzt den Feuerlöscher mit Kamin. Ich liebe solche Sachen. Und dann bewegen wir den Haken. Und dann kommen wir nämlich nach unten. Und was finden wir da? Mahagoniholz. Für unsere netten, kleinen, süßen Holzwürmer. Ich mag Mahagoni. Ich weiß, dass du Mahagoni magst. Und das Steigeisen hat auch einen gewissen Sinn, aber das kommt zu demnächst erst. So, jetzt fliegen wir wieder über die Karte. Baum der Eule, Zentrum des Waldes. Nein, Dorf. Genau. Und dann, die sind nämlich direkt am Eingang vom Wald. Deswegen sparen wir uns da auch einige Wege. La, Leute. Jetzt haben wir auch noch die Holzwürmer mitgenommen. Schaut's euch an. Oh mein Gott. Die Armen. Müssen sie auch noch meinen stinkigen Hut überleben.
Ich suche jetzt einen gewissen Turm. Ich hoffe, wir sind richtig. Wir können auch total falsch sein. Ja, wir sind sogar richtig. Und jetzt läuten wir mal das Glöckchen. Einen Moment, bitte. Simon, du bist so geschrumpft. Jetzt weißt du aber, wie es in deinem Hut ist, ne? Also, ja. Jetzt klettern wir mal nach da oben. Schaut mir richtig nach Rapunzel aus. Das ist ja Faker? Verdammt! Was zur Hölle willst du? Du bist nicht die böse Hexe. Welche böse Hexe soll das denn sein? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Oh mein Gott. Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Aber Simon... Damit habe ich das verdient. Ja, genau. Nimm das ganze Schwein mit. Rapunzel. Oh mein Gott. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Okay, dann klettern wir wieder runter. Danke, Simon, dass du ein Schwein knutschst, und zwar die Rapunzel. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Und meine lieben Pixelfreunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, tschüssi!